Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. In diesem Video möchte ich dir gerne unter Ubuntu 14.10 zeigen, wie du dein Tastaturlayout verändern kannst. Zum Beispiel, du willst die englische Tastatur haben oder die deutsch-schweizer Tastatur haben, da du zum Beispiel ein Schweizer Keyboard oder ein US-Keyboard besitzt. Wie kannst du das Ganze jetzt einstellen? Und zwar jetzt ganz furchtbar einfach. Du klickst hier auf die Systemeinstellungen. Klickst hier auf Tastatur, hast hier unten den Punkt Texteingabe. So, und hier unten haben wir jetzt Deutsch und Englisch schon ausgewählt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein neues hinzufügen willst, klickst du hier unten auf das Plus und kannst hier nun sämtliche Sprachen eingeben. Wir schauen jetzt uns mal die Deutsch-Schweizer Tastatur an, sagen hinzufügen. Übrigens, wenn du hier drauf klickst, siehst du noch, wie die Tasten angeordnet sind. Finde ich ziemlich praktisch noch so als kleine Randinfo. Falls du nicht sicher bist, ist es wirklich die Tastatur oder nicht. So, dann machst du dir an oberster Position und kannst hier oben dann locker lässt sich hier draufklicken und dann hast du die Schweizer Tastatur drin. Deutsch-Schweiz. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonniere mich doch, wenn es dir gefallen hat. Schreib einen Kommentar, gib einen Daumen hoch. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.